Hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus, ich begrüße euch zur Emergency New York City. Und da gibt es ein neues Update und ich will euch ganz kurz mal zeigen, was es da jetzt gibt. Ihr seht, hier ist nicht viel. Ich befinde mich zwar hier am Times Square, aber hier ist weiter nichts. Okay, es gibt jetzt Polizei. Aber wie gewohnt ist das hier alles noch eine sehr, sehr frühe Tech-Demo, die uns einfach nur ein bisschen was zeigen möchte, wie das Spiel hier aussieht. Und die ganzen Texturen, ihr seht es, ist alles noch am Arbeit oder bei der Arbeit. Hier, wie gesagt, Times Square, ein paar Gebäude sind schon implementiert, aber noch nicht alle. Wir haben aber nicht nur Feuerwehr und Polizei. Wir können ja mal die Lichter ein bisschen anmachen. Und was ihr jetzt seht, dieses Cockpit an sich, die ist noch nicht implementiert. Ja? Gut, wir haben nicht nur das, sondern auch, wir gehen mal bei Vehicles. Ihr seht es, wir können jetzt auch zu den einzelnen Fahrzeugen. Und zwar haben wir jetzt auch Krankenwagen hier am Start. Die sind auch noch nicht richtig implementiert, also da fehlt noch einiges. Die sehen schon auf den ersten Blick ganz okay aus, aber ich finde, dass diese Fahrzeuge, die machen wir alle an, ja, da war ich schon drin, deutlich besser aussehen. Die haben an der Kamera ein bisschen was gearbeitet. Die sehen irgendwo schon ein bisschen detaillierter aus. Und falls mir das noch nicht aufgefallen ist, man kann jetzt auch hier die Türen öffnen. Ja, das ist mir vorher noch gar nicht so richtig aufgefallen. Da wird dann quasi wie so ein kleines blaues Symbol angezeigt. Aha, hier kann ich was machen. Und wie gesagt, das ist alles nur, um erstmal zu schauen, wie läuft das Spiel, kann man da was anderes machen. Und okay, lass uns einfach mal zur Polizei gehen, weil... Gut, machen wir mal aus hier, ne? Ja, Motor an. Oh, oh, oh. Okay, zurück. Und dann fahren wir jetzt erstmal. Hier oben fehlt noch einiges. Man kann natürlich dann auch die Lackierung hier ändern. Ah, will er aber nicht. Vielleicht alle Fahrzeuge noch nicht richtig Color. Dann ändert sich dann das Department und sonstige Sachen. Also hier kann man einiges schon vorab einstellen. Aber der will hier noch nicht. Glaube, das ist der andere Polizeiwagen. Vehikel, gucken wir mal, Polizei, war das der hier, den man ändern konnte? Ja, genau, den kann man schon ändern in so einen Zivilpolizeiwagen. Und hier ändert sich, aber das sieht man kaum, ja, das Department war ja wahrscheinlich. Hier steht dann quasi noch was drauf. Das hat man ja irgendwo schon mal in irgendeiner Demo gesehen, ja, wo man nur die Fahrzeuge gesehen hat und dachte ich mir, naja, okay, das, wird man jetzt erstmal so beobachten. Und jetzt werden wir mit dem Wagen einfach mal eine kleine Tour machen. Und machen wir hier Back. Und ich muss aufpassen, nicht, dass ich hier aus dem Bildschirm rauskomme, weil dann bricht die Aufnahme ab. Ja, der Sound, alles noch nicht optimal, ne? Aber mal sehen, was da noch kommt. Ah, warte mal, die Kamera ein bisschen fixieren. Das mit der Maus ein bisschen. Ich kann natürlich auch hier. So mal richtig nerven, ne? Und die Leute hauen erstmal ab. Oh, es haut ab. Maximus kommt. So. Okay, die KI ist noch nicht optimal. Und wir sehen, wir sind jetzt hier irgendwo. Ja. Wir haben uns festgefahren. Da müssten wir eigentlich jetzt die Feuerwehr holen, ne? Wollen wir es mal probieren? Aber wir können ja auch, wie gesagt, hier das Wetter, dass man halt noch ein bisschen besser sieht, wie das Auto, und da können wir wieder fahren. Okay, das ist alles super. Oh. Sorry. Und in New York sind natürlich sehr, sehr viele, ja, Einbahnstraßen. Hier ist nochmal eine Feuerwehr. Und wie gesagt, das ist auch eine ganz, ganz frühe Phase, wo wir jetzt hiermit anfangen können,
den Entwickler unterstützen. Ich denke mal, könnte durchaus ein sehr interessantes Spiel werden. Aber die Fahrphysik ist echt noch nicht optimal, ja. Ihr seht, wie das Auto hier um die Kurve fährt. Das ist noch nicht ganz so. Naja, warten wir mal ab. Auch die Lichter sind noch nicht richtig implementiert. Ich weiß gar nicht, wie weit man hier fahren kann. Wir gucken mal, ob das Auto wenigstens irgendwo ein bisschen Schaden macht. Nee, Schaden gibt es noch nicht. Ja, das ist, wie gesagt, noch eine sehr, sehr frühe Phase. Aber man erkennt, dass wir hier in New York sind. Und ich denke mal, das sollte erstmal reichen für den ersten Einblick, dass jetzt wieder ein bisschen was Neues gekommen ist. Die werden sich jetzt die nächste Zeit hauptsächlich an so einen Sachen hier ja auseinandersetzen, dass hier die ganzen Bugs und solche Sachen nicht passieren, ja. Dass man halt irgendwo gegenfährt und sonstige Sachen, ne? Ja, das sollte ein kurzer Einblick sein, dass ein neues Update rausgekommen ist. Und ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr mehr von diesem Spiel mal sehen wollt, dass ich einfach mal versuche mit der Polizei oder Feuerwehr oder halt, warte mal, da müssen wir was ausprobieren. Komm, wir probieren was aus. Das ist wahrscheinlich der Leiterwagen, ne? So, hier ist zum Beispiel, hier kann ich noch gar nichts machen, ne? Ja, ihr seht es, bei dem Wagen kann ich noch nicht so richtig einstellen. Ah, da sehe ich noch keine Triggerpunkte, dass ich da irgendwie eine Tür öffnen kann. Also ist noch nicht überall implementiert, ne? Also bei jedes Fahrzeug ist es noch nicht, weil es wäre schon mal interessant, wenn man mit der Feuerwehr die Leiter mal einfach rausfahren und ah, das sieht schon cool aus, ne? Also das sieht schon echt nicht schlecht aus. So, jetzt sitzen wir auch auf jeden Fall drinne. Auch wenn man hier zur Seite rausguckt und wieder rausgeht und wieder, ja, dann zentriert er sich nicht automatisch hier rein. Ja, könnten wir jetzt mal rausfahren. Oh. Nein, 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 nicht so schnell, ne? Oh. Gehen wir mal raus. Ah, die Fahrzeuge sind schon geil. Ja, dass man hier die Stützräder hier oder die. Man kann hier zwar irgendwas einstellen, aber ich weiß nicht. Da kommt keine Rückmeldung. Und hier Türen kann ich auch noch nicht öffnen. Wenn ein anderen Fahrzeug. Dann müssen wir wirklich mal nochmal zum anderen Feuerwehrfahrzeug gehen. Hier dieses. Komm, mach mal an. Nee, der geht noch gar nicht. Der will noch gar nicht. Und der lässt sich doch, der lässt sich in den Innenraum. Ach. Gut, es geht noch nicht alles. Es geht noch nicht alles. Ja, wie gesagt, das ist alles noch eine frühe Phase vom Spiel. Und wir gehen mal wieder zu unseren. Naja. So, da hinten blinkt er noch. Ich würde sagen, wir machen am besten an dieser Stelle hier einen Cut. Sollte ein kurzer Einblick sein vom Spiel. Und mal sehen, wie oft und wie viel. Ja, Updates hier kommen, ob hier einmal im Monat was kommt oder alle 14 Tage, dann sieht man auf jeden Fall, dass dieses Spiel weiter unterstützt wird. Und ja, ich mache erstmal einen Fisch. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.